Der Coverboy sucht seine Brille. Liebe Brandenburger, was für ein Augenblick. Ein Augenblick, für den mir Worte fehlen, um zu beschreiben, was ich jetzt empfinde. So bleibt nur der Versuch, von einem Wunder zu berichten, vom Aufleben der Taufkapelle des St. Gotthard, die nun schon ein halbes Jahrtausend unserer Gemeinde dient und weiterhin dienen wird. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und Sie, die Bürger dieser Stadt, haben das himmlische Kabinett vor dem Verfall bewahrt und mir anlässlich meines 85. Geburtstages symbolisch zum Geschenk gemacht. Ob Sie es glauben oder nicht, dies ist ein Höhepunkt in meinem Leben. Seien Sie umarmt und nehmen Sie meinen tief empfundenen Dank für ein Geschenk, das sich jeder Wunschvorstellung entzieht. In diesem Zusammenhang wage ich, den Blick zurückzurichten auf jenen Täufling, dem heute so große Ehre widerfährt. Am 12. November 1923 wurde ich in Brandenburg geboren. Mit einer Länge von 50 Zentimetern und einem Gewicht von knapp 7 Pfund lernte ich meine Eltern kennen. 6 Wochen später, am 30. Dezember, fand in der Obhut von St. Gotthard meine Taufe statt. Anwesend waren 8 Paten, von denen heute leider keiner erschienen ist. Eine leichte Störung erfolgte durch den unerwarteten Auftritt einer kleinen Plastikente, die erst 60 Jahre später zu einer gewissen Bedeutung es brachte. Wichtig erscheint mir, auf ein historisches Ereignis einzugehen, das mich zu Beginn meines Lebens belastet hat: die Inflation. Damals wie heute steht unser aller Leben diesseits und jenseits der Havel bis hin zu den Vereinigten Staaten weltweit im Schatten dramatischer Wirtschaftskrisen. Doch im Gegensatz zu heute stieg in meinem ersten Lebensjahr der Kaufpreis einer Strampelhose von 3,20 Mark auf 480 Milliarden. Es bleibt unklar, wie es seinerzeit gelang, das Problem zu lösen. Jedenfalls begann mein Interesse für Knabenoberbekleidung nachzulassen, als mich der Inhaber des Warenhauses Flakowski mit einem lebensgroßen weißen Teddybären beschenkte. Es verstrichen Jahre fern von Brandenburg und Teddybär. Dann, als sei nichts geschehen, öffnete sich ein neuer Weg, der sowohl deutsche wie demokratische Landesbischof Schönherr aus dem Osten besuchte mich im Westen, verstaute einen Stapel meiner Zeichnungen in handlichen Taschen und reiste zurück nach Brandenburg. Im Mai 1985 folgte ich ihm in meiner Heimatstadt. Das Unvorstellbare geschah.
Die seltsamen Produkte meines zeichnerischen Berufs wurden in den geheimnisvollen Gewölben des Brandenburger Doms ausgestellt. Es ist kaum möglich zu beschreiben, wie grenzenlos hier Ost und West zusammentrafen. Es war der unerwartete Kontakt, der Zauber überraschender Verständigung. Hier sind wir nun. Lasst uns zusammenbleiben. Es dankt der Täufling von St. Gotthard.